Eine Sache, die ich immer wieder erlebe, ist wirklich Realitätsverlust oder Realitätsverzerrung, weil man beim falschen Arbeitgeber ist und gar nicht mehr weiß oder vielleicht auch noch nie wusste, wie gut Arbeitsbedingungen, wie gut eine Working Culture woanders sein kann. Also, dass das Gras wirklich woanders grüner ist. So, man bleibt aber bei seinen Leisten, man bleibt dort in dem Glauben, dass das, was man dort vorfindet, entweder normal ist oder woanders eben auch nicht anders. Also, wenn du auch mit diesem Glaubenssatz startest und dich vielleicht so ein bisschen erhellen lassen willst, bleib dran und schau das Video. Mein Name ist Frederik Zekanski und als Karrierecoach und Ex-Personaler habe ich sehr viele Kunden, die, das ist nicht böse gemeint, wirklich nicht böse gemeint, die an Realitätsverlust leiden oder Realitätsverzerrung und das aber irgendwo ein Stück weit vermuten. Also, wenn du auch dazu gehörst, bitte fühl dich nicht angegriffen. Was ich meine, ist vor allem, dass man schon sehr lange im falschen Job aushält oder immer sehr, sehr gleiche, ähnliche Rollen hat in einer ähnlichen Branche oder vielleicht auch in der gleichen Branche. Und das natürlich jetzt nicht erst seit ein, zwei Jahren macht, sondern schon eine ganze Zeit lang. Und irgendwann diese Wahrheit für sich entwickelt hat, naja, also glücklich, zufrieden im Job, das ist relativ. Also ich glaube, der Job, der ist eben so, wie er ist. Meistens wird denen das auch aus dem eigenen Umfeld gespiegelt, weil die Leute dort ähnlich unzufrieden sind. Führt zwangsläufig natürlich zu dieser Entwicklung einer falschen Wahrheit, nämlich dass der Job eben so funktioniert, wie er funktioniert. Dass Führung, so wie man sie erlebt, eben auch woanders so funktioniert, Abstimmungsprozesse, Reportingprozesse, Freiheit, die man hat oder eben nicht hat, wie man mit Budget umgeht oder eben nicht umgeht, dass das eben so ist, wie es ist. So. Und dass das Team und die Working Culture eben auch genauso funktioniert. So. Es fehlt ja an Kreativität, an Idee, dass es anders sein könnte, weil man ist ja eigentlich immer wieder in einer gleichen oder sehr ähnlichen Rolle. Hat man häufig, wenn man nach dem Studium beim gleichen Arbeitgeber geblieben ist oder immer wieder zu Arbeitgebern gewechselt hat, die eigentlich sich sehr ähneln in Bezug auf ihre Kultur, weil sie zum Beispiel in der gleichen Branche sind, weil sie zum Beispiel im Mittelstand sind, weil sie vielleicht eine bestimmte Unternehmensform haben, was auch immer, oder vielleicht auch ähnliche Produkte und man gar nicht in den Genuss kam, auch mal was anderes zu sehen. So, deswegen ist es vollkommen normal, dass man zwangsläufig dann diese Wahrheit oder diese Realität für sich entwickelt. Gleichzeitig bedeutet das auch richtig, es gab wenig Gelegenheit, Ankopplung an andere Realitäten zu haben, an andere Unternehmen, andere Kulturen, um dann mal zu verstehen, okay, vielleicht ist mein Gras wirklich woanders, ist das Gras wirklich woanders grüner als bei mir. So, weil trotzdem merken wir ja, dass wir nicht ganz zufrieden sind und aus nicht ganz zufrieden wird unzufrieden und aus unzufrieden wird unglücklich, wenn man lange noch wartet. Und dann merkt man doch für sich, irgendwie stimmt hier etwas nicht. Ich habe die Vermutung, ich muss den Job wechseln. Aber ich weiß nicht wohin, weil woanders ist das Gras ja auch nicht grüner und so weiter und so fort. Lustigerweise, wenn wir Kundinnen und Kunden haben, die diese Vermutung haben, dass der Job nicht passt und dass es vielleicht doch irgendwo anders besser sein könnte, dann erleben wir immer wieder, wie da auch so ein Aha-Effekt da ist und dass die zwar mit einem gesunden Opportunismus starten, also wirklich so, ich bin mal neugierig, ich will mal die Fühler ausstrecken, mal gucken, wo es besser sein könnte, dann aber im Prozess verstehen, Moment mal, das ist hier nicht, die Wiese ist nicht nur grüner auf der anderen Seite, sondern verdammte Axt, ich stehe hier auf verbrannter Erde und merke das die ganze Zeit nicht. Das heißt, jetzt gibt es die Möglichkeit, verschiedene Unternehmen, Arbeitgeber kennenzulernen, verschiedene Rollen in komplett anderen Branchen, die vielleicht eher New Work groß schreiben und nicht so oldschool sind. Und jetzt merken die in dieser ersten Rückkopplung, verdammt, warum war ich denn so lange da? Warum war ich denn so lange da? Und das führt eher dazu, dass aus Opportunisten eher Flüchtige werden. So, das braucht aber auch Mut. Schau, dieses Video ist für alle und vielleicht gehörst du dazu, die eigentlich innerlich wissen, so, ich bin nicht glücklich beruflich und die vielleicht vermuten, vielleicht gibt es ja doch das Jobglück, vielleicht ist der Job nicht einfach nur so ein Beipackzettel, den man dazu bekommt und dann muss man Geld verdienen und geht dahin und hält halt aus. So, mal besser, mal schlechter oder dass man sich selber sagt, ich muss nur resilienter werden, ich muss das besser aushalten. Wenn du dazu gehörst, wenn du diese Vermutung hast, dann will ich dir einfach Mut zusprechen, weil es ist das Einzige, was ich von den Leuten immer verlange, ist Neugierde. Dass man sich einfach mal auf die Idee einlässt, dass es vielleicht woanders auch vollkommen anders abläuft und dass jede Branche und jedes Unternehmen auch sein eigenes Subsystem ist mit seinen eigenen Werten, seiner eigenen Kultur, seiner eigenen DNA und dass das durchaus ähnlich wie bei uns Menschen auch woanders ganz anders sein kann.
So, und dann erlebe ich immer wieder, wie Rollen im HR oder beispielsweise im Vertrieb oder im Marketing oder im Controlling oder im Corporate Development in solchen Unternehmen komplett unterschiedlich ablaufen. Komplett. Es hat dann nichts mehr irgendwie, kaum vergleichbar. So, und dann finde ich es immer spannend, diesen Kontrast aufzuzeigen. Und schau, ich kann das ja verstehen, dass man sagt so, ja, ich mache es mir jetzt hier noch bequem. Diese Wahrheit verhindert natürlich auch, dass man rausgeht. Aber erlaub dir selber, diese Rückkopplung durch Bewerbungsprozesse mal zuzulassen. Das ist wie, keine Ahnung, also ich streng dann auch immer ganz gerne diesen Vergleich an und ich bin da auch nicht frei von, wie wir als Kinder waren. So, wir waren zwar auf der einen Seite schnell begeisterungsfähig, auf der anderen Seite aber super kritisch. Also wie oft ist es denn so, als dass Kinder sagen, ich will nicht auf den Kindergeburtstag oder ich will nicht da schwimmen gehen oder ich will nicht in den Verein oder was auch immer. Dann gehen sie da hin und am Abend sagen sie, boah, das war der tollste Tag meines Lebens. Weißt du, und unabhängig davon, dass wir heute alle etwas älter sind, mit unseren 30, 40, 50 Jahren, wir sind manchmal doch so fehlbar wie Kinder. Und es ist dann immer ganz schön zu sehen, wenn die Leute sich so sehr irren und merken einfach, Moment mal, ich stehe die ganze Zeit auch bei einem Arbeitgeber, wo ich Opportunitätskosten offensichtlich gezahlt habe, weil draußen ist das Gras wirklich grüner und da möchte ich die Weide wechseln. Wenn du so eine Vermutung hast und sagst, ich möchte einfach mal für meine Möglichkeiten sensibilisiert werden, ich möchte es mal wissen, dann trag dich doch für ein kostenloses Erstgespräch ein unter www.frederik-zikanski.de. Was wir mal ganz gerne machen, ist, wir nehmen uns mal 60 bis 90 Minuten Zeit, es kostet nichts und zeigen dir mal, welche Möglichkeiten du hast, wie du da hinkommst. Und wenn du am Ende sagst, finde ich gut, dann kannst du entscheiden, ob du mit uns zusammenarbeitest oder das alleine umsetzt. Dann sind wir fein. Genau, also nicht so schüchtern, wir beißen nicht. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Abonnier diesen Channel und halt nicht zu lange aus unter dieser Realitätsverzerrung, die womöglich da ist.